Hallo, Jo. wie geht's dir heute? Ich habe ja gehört, ihr hattet Probleme beim Ankommen. Was war da los? Und ihr seid ja heute nur zu viert unterwegs. Ja, erstens, wir sind nur zu viert da, weil der Stefan, ja, den schafft es nicht. Er liegt zu Hause auf dem Couch oder momentan vielleicht im Bett. Soll er ja eigentlich auch, weil ja, sein Rücken ist vollkommen im Eimer und es tut ihm so höllisch weh, der konnte einfach nicht spielen. Und eigentlich wollten wir zu viert, haben wir gesagt, und es ist vielleicht besser, dass wir es nicht machen, aber. Ja, auf der anderen Seite, das ist schon so lange angekündigt worden, dass wir spielen. Und ja, die Leute, die erwarten natürlich auch was von uns. Und Stefan auch gemeint, ich glaube, es ist besser, dass ihr geht. Ist auch nicht so einfach, weil ja, die Hello Bullet Songs, die sind echt für zwei Gitarristen. Also, wir können leider heute ja keine neuen Songs spielen vom Roman Chronicles. Und das wollten wir ja eigentlich. Ja, und dann hat man die Entscheidung gemacht. Und dann kommt man hier in Prag an, auf dem Flughafen, und da sind keine Gitarren da. Und jetzt, Scheiße. ja, genau. Und ja, Gott, zum Glück hier Brutal Assault, weil das ist richtig ein professionelles Festival. Aber ich glaube, der Stage Manager hat jetzt, also Theo und Paul haben jetzt eine Gitarre und einen Bass. Und ja, alle Bands wollen uns helfen. Nur wir sind in D gestimmt. Und alle anderen Bands hatten total andere Stimmung. Und ja, dann ging das einfach nicht. Ja, und die beiden sind jetzt ein bisschen am Proben auf die neue Klammern da. Und ja, hoffentlich klappt's. Aber ich möchte auf jeden Fall, ja, muss da heute eine vernünftige Ansage von mir kommen, damit die Leute verstehen, was genau los ist. Und ja, es ist nicht, ja, den Top Hello Bullets, die es geben kann, leider. Aber wir geben unser Bestes, das auf jeden Fall. Ja, und ich denke, die Leute werden sich sicher freuen, dass ihr trotzdem spielt. Ja. Ich hoffe es. Ja. Habt ihr eigentlich alle noch andere Projekte neben Hail of Bullets laufen? Ja, ich habe natürlich. Ich bin noch in SWX und Grand Supreme Blood Core daneben. Und Paul ist noch in auch in SWX und Thanatos. Eddie hat 11th Hour. Stefan ist in Thanatos und The Bullets. Und ja, Theo macht er nur, ist der Einzige, der The Bullets macht. Obwohl Theo auch Bass gespielt hat auf The Blood Core. Was würdest du sagen, ist dein Hauptprojekt? Eigentlich alles, ey. Ich meine, ich sehe das alles als Profi-Band und ich mache das alles mit einer mega Menge Spaß. Aber ja, Hauptprojekt, ich meine, vom Erfolg her würde ich sagen, und Namen her ist, ich glaube, ich wohl SWX der größte. Und dann Hello Bullets und dann The Blood Code. Aber das ist. Das hat nichts damit zu tun, was ich selber bevorzuge. Also ich bevorzuge einfach jede Band. Und die Atmosphäre ist überall cool und locker und. Immer Spaß und darum geht es um, ja, das ist das Wichtigste halt. Euer Debütalbum war ja auch ziemlich erfolgreich. Habt ihr damit gerechnet? Naja, man kann es natürlich nie voraussagen, aber naja, wo wir das Demo aufgenommen haben, haben wir schon gedacht von, okay, das sind schon bombenharte Songs. Also wir können uns nicht vorstellen von, wenn das schlechte Kritiken bekommen, dann hätten wir es selber auch nicht verstanden. Von ja, was muss er denn sonst machen noch? Und hätte er noch gesagt von okay, wenn da nichts rauskommt, dann hören wir auch auf, sofort. Und ja, Frosted War war ja war richtig ein Erfolg, ja. Aber wie gesagt, man kann es nie voraussagen. Aber trotzdem, ja, die Leute hat es gefallen. Und ihr habt in den Lyrics ja auch oft den Zweiten Weltkrieg erwähnt. Hat das spezielle Gründe oder interessiert euch das einfach? Ja, ich bin ja eigentlich der Textschreiber, ja. Und mich interessiert es. Und es ist eigentlich so gekommen. Irgendwie habe ich hab mir eine Faszination gepackt für Stalingrad. Weißt du, das, ja, das große 6. Armee Massengrab. Und ab da fängst du dann an, irgendwie den ganzen Ostfrontfeldzug zu lesen. Und das habe ich einfach gepackt. Ja, und dann gehst du weiter. Also dann. Ja, dann nachher, dann kam auf einmal, okay, was interessiert mich jetzt noch? Dann, ja, dann war es dann halt in den Krieg, in den Pazifik. Das war dann auch Divine Winds und dann irgendwann, ja, bin ich dann auch begeistert geworden von Erwin Rommel. Für mich einfach der größte von, ja, von im Zweiten Weltkrieg und Feldherren. Und ja, da habe ich die Jungs gefragt, ist es okay? Denkt ihr, es ist okay, weißt du, ob wir da eine Scheibe drüber machen? Und ich, naja, das. Muss erst mal gucken, was Metal Blade dazu sagt. Die von, ja, das packt ihr schon. Ja, okay, dann machen wir es. Cool. Ja.
Und wie läuft das, wenn ihr Songs schreibt? Bringt ihr da alle eure Ideen mit ein oder macht das jeder für sich oder habt ihr da einen, der das macht? Nee, alle haben Ideen. Ja. Aber es ist nicht so, dass wir kommen ja nicht wie, weil wir wohnen alle auseinander. Also Eddie und Stefan wohnen in der Gegend von Rotterdam. Ich wohne in Enschede, das ist wieder fast 200 Kilometer fast an die deutsche Grenze. Paul wohnt in der Mitte und Theo mischen über ihm. Also ne, Proben tun wir nie. Also das ging dann mit, wir haben einfach MP3s geschickt. Also die Jungs, die haben das dann aufgenommen zu Hause von, okay, ich habe die und die Ideen, das und das Tempo dabei, so im Gedanken. Und was können wir daraus machen? Und dann sind sie haben sie angefangen zu basteln. Aber Eddie ist eigentlich der große, ich meine, er macht das Löwenteil an Riffs, aber Eddie macht auch das Löwenteil an das Arrangieren. Ja, und ich bin dann einfach derjenige, der, wenn die Songs fertig sind, ja, dann komme ich auch mit dem Gesang drüber. Ja. Weil ich fange nicht an zu schreiben, bevor ein Song fertig ist. Das bringt ja nichts. Weil ja, das Rhythmus und die Intonation von die Texte, das muss einfach auch in die Songs passen. Und ihr probt dann also nur vor den Shows? Ja. Nur einmal proben wir dann, nach einer neuen Scheibe proben wir dann die Songs, die wir dann live spielen. Also wir proben, ich glaube, Hela Bullis probt einmal die 2-3 Jahre. Das ist echt wenig. Ja. Ja. Was glaubst du, würdest du machen, wenn du kein Musiker wärst? Oh, das ist schwer. Ja, momentan ist es ein bisschen älter geworden. Ich denke immer was Gutes. Irgendwie, wie sagt man das? Irgendwie so ein Hilfe von Jugendlichen mit Problemen oder vielleicht gehe ich irgendwo in Kriegsgebiete mit, Erste Sonne ohne Grenze und so oder keine Ahnung. Aber irgendwie was Vernünftiges. Also nicht etwas, was. Ich würde auf keinen Fall arbeiten in so einer Firma, was nur um Gewinn dreht oder so. Das ist mir einfach das ist ein zweckloses Ding. Es interessiert mich nicht, ob jemand Gewinn macht oder dass ein Produkt in einen Haufen verkaufen werden muss, ja oder nein. Also ich würde eher nicht für was Nützliches machen im Leben. Das auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt gemeinsam auf Tour seid, ich meine, ihr seht euch ja wahrscheinlich jetzt nicht so oft, weil ihr so selten probt, aber wenn ihr euch dann mal länger seht, versteht ihr euch dann auch immer gut? Mhm. Das ist eben die Kraft in der Band. Ja. Und das Komische ist jetzt, ich habe das so öfter so an Leute gesagt, Hello Bullets. Jeder hat damals gesagt, oh, es ist ein Projekt, wird nicht lange dauern und so. Aber wenn man alle anderen Bands, die auch ein bisschen mit verbunden sind, anschaut, alle hatten Line-Up-Wechselungen, nur Hello Bullets nicht. Okay. Also wir sind seit 2007, das aus. Ist es auch der gleiche Line-Up. Also Wir sind jetzt schon 7 Jahre zusammen, ohne einen Wechsel. Und, vielleicht hilft das, wenn man nicht probt. Ja, wer weiß, ja. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Und was würdest du, also was sind deine Lieblingsstücke von The Rommel Chronicles? Ja, für mich The Final Front. Und To the Last Breath of Beast and Man, or Man and Beast, actually. Polymerit und auch Death of a Field Marshal. Ja, eigentlich alles. Also ich finde Desert Fox und Tor Broco so finde ich auch genial, aber leider sind die, ja, das hat auch ein bisschen mit Studio-Bastelarbeit zu tun, die sind live sehr schwer zu spielen. Und natürlich auch, wenn wir live spielen, dann musst du auch irgendwie eine Mischung machen von den ganzen Scheiben, die du ja gemacht hast. Also, ja, ich glaube, wir spielen höchstens 5, 6 neue Songs. Also dann halt, wenn. Aber wenn es an mir geht, ja, dann spiele ich die ganze Scheibe. Finde ich echt richtig gut. Ja. Sehen das die Fans auch so? Wie war das Feedback von euren Hörern? Entschuldige? Wie war das Feedback von euren Hörern, von euren Fans? Erstmal überraschend. Weil ja. die haben nicht geglaubt, dass wir den Mut hatten. Von Romo, seid ihr bescheuert? Ein deutscher Feldmarschall? Blablabla. Ja. Wieso? Weil lest es einfach und dann wird ihr verstehen, worum es geht. Und nachher waren sie, also musikalisch waren sie alle natürlich total begeistert. Also sie haben gemeint von, okay, das ist genau die Nachfolge, die wir uns gewünscht haben. Weil Divine Winds war ein bisschen, also Frost and War war echt eine grobe, harte, düstere Scheibe. Richtig laut, dreckig. Und ich glaube, Divine Winds war ein bisschen zu, wie sagt man das? Ja, so wie das Tischbrett hier, weißt du? So Holz, was bearbeitet ist.
Und ja, mit Roma Chronicles sind wir ein bisschen zurückgegangen nach Frost and War. Oder so, das ist wieder was gemeiner. Ich habe, also mir gefällt ihm, ja, das ist schwer zu sagen, also ich mag alles eigentlich. Aber ja, persönlich gefällt mir der Sound von Roman Chronicles ein bisschen mehr wie Divine Winds. Weil es eben, ja, es ist eben was mehr in die Fresse. Mehr in die Fresse, ja. Ja, versuchbar. Ja. Was würdest du sagen, macht eine gute Metal-Performance aus auf der Bühne? Alles geben, was du hast. Ja, alles geben, was du hast. Also ich hasse Bands, die da rumstehen wie, ja, wie ein Bild. Ja. Ja. Wenn das, dann gehe ich wohl nach irgendwie in eine Exposition von welche Bildhauer oder wie man das sagt in Deutsch. Oh, nee. Ich seh viele Bands, ich sehe ganz viele Bands, die tun auf der Bühne überhaupt nichts. Und ich glaube, das macht der Metal auch kaputt. Also als ich jung war, immer wenn ich nach Gigs ging, dann, ja, die Jungs haben immer alles gegeben. Das war ein Headbanging und Fliehen von Haaren und so. Mhm. Dann hast du ja mitgemacht. Und ich sehe heute so viele Bands, auch Jungs, die jünger sind als mir. Ich denke von Jungs, wieso macht ihr das? Habt ihr Spaß? Ja. Und ja, das sehe ich leider nicht. Und ja, das ist für mich echt ein Hauptbestandteil in der Metal-Show. Erstmal zeigen, dass du mega Spaß hast auf der Bühne. Und zweitens gibt es einfach alles. Ich will jemanden sehen, der vollkommen kaputt von der Bühne kommt. Ja, so sollte es sein, ja, definitiv. Also ich nach einer Show, ja, ich sitze erstmal eine halbe Stunde und bin am... Okay, jetzt rauche ich natürlich auch wie ein Idiot, aber... Und was habt ihr für dieses Jahr noch geplant? Mit Hill of Bullets? Ja. Also auswendig weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass der... Weil ich mache immer von Woche zu Woche. Also es kann sein, dass ich... Ja, die nächste Woche haben wir Summer Breeze mit den Bullets, das weiß ich ja. Ja, dann mache ich erstmal 2 Wochen Urlaub nach Paris, noch meine Freundin. Ja, und dann gibt es wieder, glaube ich, was Shows mit Asphyx oder andere Bands. Und ich glaube, dann haben wir am Ende September haben wir dann St. Pölten in Österreich, ja. Und nach einer im Dynamo, also ja, es geht immer weiter. Cool, danke. Ja.